Jetzt ist der nächste Referent jemand, mit dem ich in den letzten Jahren sehr, sehr oft Sendungen gemacht habe. Ein echter Kenner des Thema Rohstoffe und auch des Thema Energie schon von der Familienseite her. Die Eltern waren bereits in der Energiebranche tätig. Heute ist er Leiter Research bei DJE, auch mit fokussiert auf den Rohstoffsektor. Und ich bin sehr gespannt, was Stefan zu dem Thema zu sagen hat. Viel Spaß mit Stefan Breitner. Ja, ich möchte Ihnen in den nächsten gut 30, 35 Minuten einen kurzen Überblick über verschiedene Bereiche des Rohstoffsektors geben. Ich werde mich da vor allem auf Bereiche innerhalb der Industriemetalle und innerhalb des Energiebereichs fokussieren. Aber ich dachte mir, zum Beginn starten wir doch einfach mal nochmal kurz mit einem Mini-Rückblick aus dem letzten Jahr. Mein 2022 war für viele Anleger wahrscheinlich mit das herausforderndste Jahr seit der Finanzkrise. Wir haben vorher gesehen, Corona, da ging es nur kurz runter, danach ging es gleich wieder hoch. Aber die Besonderheit im letzten Jahr war vor allem die, dass es über alle Anlageklassen hinweg Verwerfungen gab. Und ich habe Ihnen hier mal einen Chart mitgebracht, der ist von Robert J. Schiller, der das berühmte Schiller PI erfunden hat und auch ein Nobelpreisträger ist. Und da sehen Sie hier ein Jahr, wo das typische 60-40-Portfolio, also 60% Aktien, 40% Anleihen, so weit im Minus ist, das gab es in den USA seit 1871 nicht. Insbesondere langlaufende Anleihen kamen massivst unter Druck, aber auch der weltweite Aktienindex verlor in Dollar knapp 20%, 30-jährige US-Staatsanleihen sogar 37%. Und wie sah das jetzt bei den Rohstoffen aus? Haben die im letzten Jahr den Schutz geboten? Und Sie sehen es hier überwiegend auch nicht. Hier ist eine Ausnahme drin, das war das Nickel. Und Nickel hat sich nach Beginn des Krieges zwischen Russland und Ukraine die ersten Tage mal extrem nach oben entwickelt. Vor allem deswegen, weil ein chinesischer Trader massiv short war und sich eindecken musste. Aber der zweite Grund ist der, und das ist momentan alles ein bisschen in den Hintergrund getreten, ist, dass Russland auf dem Rohstoffmarkt ein gravierender Player ist. Und Sie sehen hier, Nickel knapp 7% Weltmarktanteil. Nimmt man aber das Nickel, das für die Batterien gebraucht wird, ja, dann steht die russische Nornickel für ungefähr 14%. Ganz gravierend, hier geht es ja auch immer um Trading, ist das Thema Palladium. Bei Palladium ist der Weltmarktanteil sogar 40%. Und wenn wir nochmal, ja, ein Jahr ist es ja noch nicht ganz, aber ins letzte Jahr zurückblicken, dann ist insbesondere Palladium in der ersten Phase, ja, des Kriegsbeginns extrem gelaufen. Dann kam wieder alles zurück und Nornickel bzw. Der Oligarch Putanin ist einer der ganz, ganz wenigen, der auf keiner Sanktionsliste steht. Also die dürfen weiterhin liefern, ja, das geht stellenweise ziemlich unter in der Presse und Co. Aber wenn hier was passieren würde, die großen Katalysatorenhersteller, die sind hier von diesem Angebot ganz stark abhängig. Und im letzten Jahr hatten wir eine schwache Entwicklung in Asien und viele Sachen, die Sie hier sehen, die konnten quasi aus Asien exportiert werden für Europa, weil das russische Angebot gefehlt hat. Das wird dieses Jahr mit der Öffnung Chinas aller Voraussicht nach nicht so sein. Mittel- bis längerfristig, glaube ich, das hier sind die vier Kernthemen, die Sie immer im Auge behalten müssen, wenn Sie auf diesen Sektor schauen. Das eine, jetzt haben wir das Reopening davor stehen, aber generell ist es natürlich China. China ist der dominierende Markt. Je nach Rohstoff steht China für 40-70% der Weltnachfrage. Das zweite Thema, was neu dazukam und was zum Beispiel, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, ich mache das seit 2005 in Aktien und vorher war ich, wie Markus schon vorher gesagt hat, in der familiären Ölfirma, wenn man so will. Was neu dazukam in dieser ganzen Zeit und was zukünftig wahrscheinlich das wichtigste und größte Thema sein wird, ist das Thema Dekarbonisierung. Dann haben wir noch das Thema staatliche Regulierung, / Ressourcennationalismus und was alle Rohstoffe eigentlich fast komplett gemein haben ist, wir haben weltweit eine extrem angespannte Angebotssituation. Hier nochmal kurz China. Sie sehen es hier über ausgewählte Rohstoffe hinweg, wie groß der chinesische Anteil am Weltmarkt ist. Und jetzt kommt China aus einer Phase,
wo die extrem harte Lockdowns hatten. Und was über die Jahreswende ja die Leute alle komplett überrascht hat, war diese Öffnungsgeschwindigkeit. Auf einmal nach dem Parteikongress war noch die Meinung, oh Gott, das mit Zero-Covid geht weiterhin weiter. Jetzt haben sie so schnell geöffnet, dass die sogar wieder reisen dürfen. Das hat, manche sprechen ja von der Mutter aller Öffnungen, ja, in Bezug auf die Wirtschaft. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der in den kommenden Quartalen wahrscheinlich einen starken Nachfrageimpuls liefern wird. Witzigerweise war wohl auch die WM ein Megakatalysator dafür, dass die geöffnet haben. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber im Staatsfernsehen, ja, waren ja die ganzen Zuschauer verpixelt. Aber über andere Kanäle haben halt auch in China ganz viele Leute gesehen, oh, die Stadien sind ja total voll, ja, wie kann das sein? Hier wird eine WM mit vollen Stadien gespielt und wir sind alle eingesperrt. Aber das nur am Rande. Und das hat halt einfach nochmal diesen Druck auf Xi Jinping und die Regierung zu öffnen verstärkt. Natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung. Und ich habe es hier vorher erwähnt, ganz wichtig hier oder der am meisten treibende Sektor ist der Bausektor. Also privater Wohnungsbau, staatlicher Wohnungsbau und natürlich Investitionen in Infrastruktur. Und wenn Sie sich das über die letzten Jahre anschauen, ich habe Ihnen hier mal die quasi wöchentliche Verkaufsrate von Immobilieneinheiten der sogenannten Tier-2-Städte, also derjenigen Städte nach den vier großen, die vom Volumen her auch deutlich wichtiger sind, mitgebracht. Und da sehen Sie, das war seit längerer Zeit schwierig. Also der Immobilienmarkt in China hat große Probleme. Und zuletzt wurde nicht mal jede zweite Wohnung verkauft. Schauen wir nach vorne, kann sich das jetzt ändern? Und Stand heute hat der durchschnittliche chinesische Bürger eine Sparquote, die war noch nie so hoch wie heute und er kann die Immobilie so günstig finanzieren wie die letzten Jahre noch nie zuvor. Das sehen Sie hier bei der sogenannten First Home Mortgage Rate, gelbe Linie, und bei der Second Home Mortgage Rate. Während es für einen Amerikaner oder auch für einen Europäer deutlich teurer wurde, eine Immobilie zu erwerben, ist es für den Chinesen deutlich billiger geworden. Und das trifft auch noch auf eine rekordhohe Sparquote plus eine Zeit, wo ich sowieso die ganze Zeit eingesperrt war. Annahme von uns ist, dass das vielleicht gar nicht so schlecht läuft in nächster Zeit, also dass die Chinesen doch auch wieder in Immobilien investieren werden. Marktmeinung geht eher in die Richtung, dass die jetzt erstmal quasi viel fertig bauen, dass das im nächsten Jahr zurückkommt. Was ist der Rohstoff, der auf so eine Entwicklung am schnellsten und am ehesten anspringen wird? Das sehen Sie hier, das ist Eisenerz. China hat nur eine sehr, sehr geringe eigene Produktion im Land und importiert im Wesentlichen aus Australien, danach kommt Brasilien, die größten Mengen. Springt der Property und auch der Infrastruktursektor wieder an, wovon ich Stand heute fürs nächste und das kommende Quartal auf jeden Fall ausgehe, dann müsste auch hier der Preis weiter anspringen, weil insbesondere in jedem ersten Halbjahr hat man immer eine angespannte Angebotssituation. Das hängt zum großen Teil mit dem Wetter in Australien zusammen. Also wenn man das sich lange, lange anschaut, dann sieht man, dass die beiden großen australischen Produzenten immer im Q4 eigentlich am meisten absetzen. Und gleichzeitig auf der rechten Skala sehen Sie, auf der rechten Chart, ist es jetzt nicht so, dass hier riesige Vorräte rumliegen. Ja, also Bestände von Erz an den Häfen ist relativ normal. Somit ist das kurzfristig auch ein relativ positives Bild. Und die gute Entwicklung, die wir jetzt in den ersten Tagen in diesem Jahr gesehen haben, die könnte da durchaus noch weitergehen. Aber schauen wir vielleicht mal von diesen auf Quartalsdenken basierenden Sachen von vorher längerfristig. Und das hier stammt von einem der großen Rohstoffplayer. Ich dachte mir, ich bringe Ihnen das mal mit, wie die denken. Und da kommen auch drei große Sachen. Das eine ist generelles Wirtschaftswachstum. Bei den Rohstoffen natürlich noch stärker das Wirtschaftswachstum in China und in Emerging Markets, weil die einfach einen viel, viel größeren Bedarf haben. Ja. Aber schätzen Sie, wie viele Leute in Afrika zum Beispiel haben heute noch keinen Strom? Hat jemand eine Schätzung? 50 ist, glaube ich, nicht verkehrt, aber in absoluten Zahlen sind 600 Millionen Menschen. 600 Millionen Menschen hängen mehr oder minder an keinem Stromnetz. Was wird das Erste sein, was passiert, wenn sich der Wohlstand hier etwas nach oben entwickelt? Die werden ans Stromnetz gehen. Woher kommt der Strom? Naja, in erster Linie mal durch chinesische Kohlekraftwerke, die da alle im Bau sind. Aber da sieht man hier, kommt einfach Wachstum aus immer noch
einem großen Teil von immens großen Bevölkerungsschichten weltweit, die einfach ja, nicht da sind, wo wir stehen und natürlich auch diese Stufe nach oben wollen. Und Geopolitics, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ist, glaube ich, ziemlich unterschätzt. Deswegen habe ich vorher dieses Beispiel von Russland gezeigt. Die typische westliche Rohstofffirma, die hat das Problem, und deswegen investieren sie alle ja auch so wenig, dass sie in viele Regionen der Welt gar nicht gehen können, weil das viel zu riskant ist. Ein großer amerikanischer Ölkonzern wird sich dreimal überlegen, ja, ob er Richtung Osteuropa, Kasachstan oder sonst was geht. Ja. Das sind einfach für die Hochrisikoprofile und da liegen aber nun mal die meisten unerschlossenen Vorkommen. Man sieht es auch immer mehr, dass Staaten, die sehr freundlich waren, mehr und mehr nationalistisch werden und diejenigen Unternehmen, die eine große Mine gebaut haben, im Nachhinein mit neuen Abgaben und Steuern belegen. Aber man sieht jetzt hier, man hat in diesem Markt eine Kombination, unten sind die verschiedenen Rohstoffe, Kupfer ist das wichtigste Basismetall, deswegen hier der Hauptfokus drauf. Man hat Wachstum aus dem Traditionellen, ja, also quasi aus dem Bausektor, aus Infrastruktur. Bei Infrastruktur ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil Renovierung, das Bestehende am Laufen halten. Aber man hat jetzt, und das kommt eben gerade jetzt in der neuen Periode ganz stark dazu, Wachstum aus der ganzen Energy Transition. Weg von Kohle, Öl und Gas hin zu den Erneuerbaren. Wir kommen da gleich noch drauf, aber das vorweg, die Erneuerbaren haben eine Rohstoff-Ressourcenintensität vom X-fachen ja, eines Kohle- oder Gaskraftwerks. Nimmt man Kupfer, das hat sich in diesem Jahr ganz gut schon entwickelt und auch zuletzt, die gute Nachricht ist, die helle schraffierte Fläche, die Sie sehen, das ist die Anzahl der Spekulanten, die momentan mit Netto-Long-Positionen unterwegs sind. Und da sehen Sie, letztes Jahr gab es eine Zeit, da waren wir short vor allem aus dem Grund, ja, weil kein Mensch wusste, wie lange die chinesische Zero-Covid-Politik geht. Heute ist man relativ neutral, aber man hat hier keine Überspekulation. Und unten in der Mitte sehen Sie die Vorräte an der London Metal Exchange in London. Da sehen Sie, da ist nicht mehr viel da. Also da ist man auf einem Niveau, wo wenig eingelagert wurde. Als Kupferproduzent können Sie die Kathode jeden Tag verkaufen. Ja, wenn es keinen Kunden direkt gibt, mit dem Sie einen Preis vereinbart haben, dann können Sie die an die LME in London verkaufen. Es ist immer ein Marktpreis dafür da. Und hier ist jetzt mal ein exemplarisches Beispiel. Ich fange vielleicht mal mit der rechten Grafik an. Und hier sehen Sie die Entwicklung der gesamten Investitionen dieser Industrie, wenn man so will, im letzten Superzyklus. Das Ganze lief ja gigantisch 2005 bis 2008. Da sind auch die ganzen Investitionen so hochgeschraubt worden. Und dann während der Finanzkrise, aber vor allem 2013 rum, hatte sowohl die Rohstoff- als auch die Ölindustrie ein Riesenproblem. Die haben einfach so viel Geld investiert, die Preise waren nicht hoch genug, die haben nicht genügend Cash reinbekommen und die Verschuldungsgrade in den Bilanzen gingen so stark hoch. Und seitdem sind die einfach in einer Phase, wo die wenig investieren. Es kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Was schätzen Sie, wie lange hat es 2006 gedauert, wenn man ein neues Vorkommen gefunden hat, ja, in Produktion zu gehen? Hat jemand eine Schätzung? Nimmt mal eine Meldung. Ja, die Mitte ist gut, es waren circa 7 Jahre. Es sind heute Minimum 20 Jahre. Also wenn ich heute, da haben wir auch noch das große ESG-Thema, in einer etablierten Region komplett von neu anfange, dann schätzt man damit vom Fund, bis hier wirklich alles läuft, 20 Jahre. Beispiel war ja jüngst in Schweden, wo große Vorkommen gefunden wurde. Schweden hat eine Infrastruktur, da ist alles da, da gibt es große Unternehmen. Auch die rechnen mit einem Zeitraum von 15 Jahren. Und wenn man jetzt einfach mal nimmt, was wird geplant 2022 bis 2030, links sind ein paar Zahlen für Gigawatt-Expansionen, also die Errichtung neuer Offshore-Windparks, die Errichtung neuer Onshore-Windparks, aber natürlich auch ganz viel Thema Battery Storage, ja, also Batteriespeicher, um die Energie zu speichern. Dann kommt man auf eine zusätzliche Nachfrage von ungefähr 100 Millionen Tonnen. Aus den Elektroautos kommen nochmal 20 Millionen Tonnen dazu. Das heißt, dieses ganze Thema Energy Transition bringt ungefähr zusätzlich 120 Millionen Tonnen Nachfrage.
Das trifft auf den Markt hier mit einer sehr optimistischen Schätzung, ja, vom Supply in diesem Zeitraum von 304 Tonnen. Und da sind wir in einem großen strukturellen Defizit. Defizitsituationen sind für Rohstoffe immer sehr gut. Weil wenn das, was jährlich produziert wird, nicht ausreicht, um die Nachfrage zu bedienen, ergo muss der Preis hochgehen. Aber grundsätzlich hat man hier eine Situation, wo der Markt eng ist. Und hier kommt noch neu dazu, in Peru gibt es große Unruhen aktuell. Peru ist Nummer 2 nach Chile, steht für 10% des weltweiten Angebots. Das sind immer so diese geopolitischen Sachen, die man hier auch im Kopf haben muss. Ja, und ist das jetzt alles hier Fantasie oder ist das schön gerechnet oder wie kommt man überhaupt auf solche Sachen? Ja, macht es Sinn, hier daran zu glauben? Und ich glaube zum Beispiel bei solchen Sachen wie bei Kupfer, wenn man das auf ein bisschen längerfristig anschaut, dann wird hier dieses beide Dip weiterhin gut funktionieren, weil einfach die Marktkräfte und das, was passiert, sehr gut mit Zahlen unterlegt werden können. Und wenn Sie sich den Kupfermarkt mal anschauen, was wird denn eigentlich aus Kupfer gemacht? Ich meine, das kommt an so einem riesigen Gesteinsbottichen bei einer Hütte an. Daraus werden Kathoden erstellt und das Kernprodukt vom Kathoden ist im Endeffekt Gießwalzdraht. Also das sind die Kupferkabel. Die Kupferkabel oder dieser Gießwalzdraht, der geht zu 63% in Energiekabel und zu 21% in Magnetspulen. Und wenn man jetzt sagt, man geht weg vom traditionellen Energiemix, weg von Kohle, Deutschland geht ja auch weg von Nuklear, weg von Öl und Gas, dann bleibt ja als Quelle, wo ich auch in der Nacht und an den schwierigen Tagen Strom habe, im Endeffekt nur Offshore-Wind übrig. 1 Gigawatt Offshore-Wind ist ungefähr 9000 Tonnen an Kupferkabel, das Sie da brauchen. Ja. Und da sehen Sie hier die erwarteten Wachstumsraten und die Verhältnisse. Keine Industrie im Bereich der erneuerbaren Energien wird so stark wachsen die nächsten 10, 20 Jahre wie Offshore-Wind. Und das Ganze ist extrem kupferintensiv. Man sieht es hier auch nochmal und da sehen Sie einfach den Faktor, auch ein Elektroauto. Wenn Sie ein elektrisches Auto fahren, das hat ungefähr den 2,5 bis 4-fachen, je nachdem welche Reichweite es hat, Kupferbedarf wie ein traditioneller Benziner. Hier unten sehen Sie es auch nochmal, Natural Gas, Coal und Nuklear. Stelle ich ein Gaskraftwerk hin, dann habe ich hier eine viel, viel wenigere Intensität an Rohstoffen, die ich da verbauen muss, als wenn ich einen Windpark hinstelle. Hier kommt auch noch ganz stark Zement dazu. Also ich meine, die Dinger sind ja alle auf riesen Fundamenten. Auch der Zementfaktor ist beim X-fachen dessen, was zum Beispiel ein Kohle- oder Gaskraftwerk braucht. Und jedes große Unternehmen, wenn Sie heute in den Geschäftsbericht schauen, erzählt Ihnen ja, bis 2050 sind wir CO2 net zero. Wie Sie das schaffen wollen, ist eine andere Frage. Ja, aber die Internationale Energieagentur hat eine ganz nette Rechnung gemacht, ja, nur für die großen Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Und wenn die jetzt wirklich quasi ihre ganzen Emissionen auf Null drücken wollen würden und versuchen, das über Batteriespeicher zu machen, dann würde man weltweit ungefähr 50 neue Lithiumbergwerke brauchen, ja, um allein diesen Bedarf zu decken. Und ich habe es hier im Beispiel von Deutschland, das sind auch hier Zahlen mit von norwegischen Öl- und Gaswert Equinor und von Eurostat. Und da sehen Sie, wenn ich dieses Experiment mache, ich steige komplett aus. Ja, ich ersetze ungefähr 1600 Terawattstunden Strombedarf durch Erneuerbare, dann muss ich ungefähr 1000 Gigawatt an Erneuerbaren dahinstellen. Das ist im Verhältnis zu dem, was bisher steht, eine sehr, sehr hohe Zahl. Und was dafür gar nicht existiert, Stand heute, ist einerseits die Supply Chain, aber auch nicht die Fläche. Trotzdem wird die Reise dahin gehen. Und wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe, diese Reise, die ist sehr, sehr ressourcenintensiv. Und das macht diesen großen Unterstützungscase für diesen quasi für diese Teilbereiche des Rohstoffmarkts aus fundamentaler Sicht so attraktiv. Das alles wird aber nicht so schnell gehen, unserer Meinung nach, wie man das erwartet. Also, dass man hier 2030 ja, einen Großteil hat, das glaube ich nicht. Es sind ja auch nur noch 7 Jahre. Und deswegen wird in der Zwischenzeit das Thema fossile Energien weiterhin sehr wichtig bleiben. Und
Sie sehen hier nochmal den US-Ölpreis, WTI, seit 2021. Die Energiekomponente war ja auch der Kerninflationstreiber. Sehr, sehr wichtiges Thema eben auch für die Märkte allgemein. Aber Sie sehen, wir sind hier nach einem sehr, sehr starken Anstieg, ja, inzwischen wieder auf im Endeffekt fast dasselbe Niveau wie zu Jahresbeginn runtergefallen. Ein Grund, warum letztes Jahr quasi ein wichtiger Nachfrageimpuls nicht da war, war China. 2022 war das erste Jahr seit 2012, wo die Chinesen keinen positiven Beitrag zur Weltölnachfrage geliefert haben. Kerngrund ist der Lockdown. Nun, glaube ich, ist es jetzt kein Hexenwerk, da zu prognostizieren, was da die nächsten Monate passieren wird. Ich glaube, über Chinese New Year wurden insgesamt 2 Milliarden Tickets verkauft, um irgendwo hinzufahren. Und dass die Reiseaktivität, dass die Dynamik im Land, ja, dass ich wieder konsumiere, dass ich was mache, ja, dass ich ausgehe etc. zunimmt, ich denke, die Wahrscheinlichkeit, die ist immens hoch. Und das dürfte vor allem ab Q2 auch einen großen Einfluss wieder auf die Weltölnachfrage haben. Jetzt haben wir hier eine Situation, wo die große Industrie seit 2013 eigentlich kaum mehr investiert. Wenn Sie sich die Geschäftsberichte der großen europäischen Multis anschauen, die sprechen nur über den Wandel und die Transition hin zu Erneuerbaren. Und nimmt man mal die Saudis als Beispiel. Die schätzen, dass wenn sie ihre Produktion um 1 Million Fass, Weltnachfrage und Angebot sind ungefähr 100 Millionen Fass pro Tag, steigern wollen würden, dann müssten sie nur für diese Wachstumsinvestition ungefähr 50 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Momentan ist so die Durchschnittsinvestition der großen Europäer, die Sie alle kennen, 15 Milliarden pro Jahr. Das ist aber alles. Also da sind Erneuerbare, Bestandserhaltung und Co. drin. Und wenn man mal die schwarze Linie sich anschaut, unter dem Szenario, die machen alle nichts. So ein großes Ölfeld, das hat eine jährliche Decline Rate, also quasi die Rate, wodurch weniger Druck, weniger Wasser, dass das Öl nach oben pumpt, die ist ungefähr so bei 7%. Das heißt, wenn ich nichts mache, wenn ich nicht investiere, dann verliere ich ungefähr jedes Jahr 7% meiner Produktion. Und wenn man hier ab 24, 25 und nach vorne kein großes Defizit haben wollen, blickt man zurück ins Jahr 2008 bei der Finanzkrise oder davor, wo der Ölpreis über 140 war, hat man ein Defizit von ungefähr 2 Millionen Fass, dann muss diese Industrie zumindest temporär wieder mehr Geld in die Hand nehmen und investieren oder man spart wie verrückt oder man schafft den Wandel hin zu Erneuerbaren schneller. Stand heute, und wenn Sie hier auf die blaue Linie gucken, das sind die Amerikaner mit ihren Schiefergasvorkommen, die in dieser Rechnung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, weil die eben in den ganzen Basins die Produktion im Prinzip steigern können. Stand heute machen sie das aber nicht. Hier sehen Sie die Anzahl der Öl- und Gasbohrtürme in den USA im Vergleich zur Historie. Preis ist relativ hoch, die Anzahl an neuen Türmen ist aber relativ niedrig. Und das hat meiner Meinung nach 2 große Gründe. Der erste ist ein Mangel an Arbeitskräften. Und der zweite sind immense Kosten, um das zu erweitern. Angeblich ist ein Truckdriver, der Richtung Texas und in die verschiedenen Basins dann geht, nicht unter 200 bis 250.000 Dollar Jahresgehalt zu haben. Und man muss dann auch, das gibt die Industrie so nicht zu, aber deren Denkweise ist in der Hinsicht sicher auch die, ja, warum sollen wir das überhaupt machen? Jetzt geben wir wieder einen Haufen Geld aus, jetzt treiben wir wieder die Inflation hoch, in unserem Geschäft die Förderkosten gehen hoch. Wenn wir das nicht machen, der Markt wird enger, es läuft sowieso in unsere Richtung. Und bisher sieht man keine Antwort auf das, was global passiert ist, dass die Industrie mehr investiert. Aus deutscher Sicht hier, die Schweiz ist da x-mal besser aufgestellt durch die Wasserkraftwerke. In Deutschland ist Gas am Strommix wichtig, insbesondere in der Winterzeit auch fürs Heizen. Hier sehen Sie jetzt den europäischen Benchmarkpreis, TTF am Punkt Rotterdam, Stand 23.01. Und wir haben uns hier jetzt über Weihnachten, auch ein Grund, warum die europäische Börse so gut lief, quasi halbiert und mehr als halbiert. Kerngrund ist das warme Wetter. Letztendlich geht es hier um 2 Monate im Jahr, wo wirklich eine sehr, sehr angespannte Situation ist.
Und wenn natürlich jetzt ein Januar mit Rekordtemperaturen und auch ein sehr, sehr warmer Februar kommt, dann ist dieses Thema des Wiederauffüllens der Gasspeicher ziemlich weit erstmal in den Hintergrund gerückt. Deswegen würde ich hier aber nicht Entwarnung geben, weil Sie sehen auch, wenn Sie gucken, die großen Steigerungen, die waren einerseits nach der ganzen Kriegsthematik und die waren natürlich auch über den Sommer hinweg. Und ich gehe auch davon aus, dass es diesen Sommer einen ähnlichen Verlauf nehmen wird. Es ist nicht der Winter, sondern es ist der Sommer. Weil im Sommer wird man sehen, ob man wieder auffüllen kann oder nicht. Und ob man wieder auffüllen kann, hier unten, man sieht es quasi letztes Jahr in den verschiedenen Speichern, die Moleküle sind ja nicht angemalt. Ja? Sie wissen ja nicht, woher die kommen. Aber bis in den Sommer hinein kamen die russischen Lieferungen über Nord Stream ja noch und die kommen dieses Jahr nicht mehr. Das ist ein Thema, das primär Deutschland betrifft, aber natürlich aber ganz Europa hat das Problem, dass sie perspektivisch zu wenig Gas haben und das Ganze muss über LNG-Importe ersetzt werden. Ich habe es hier auch nochmal kurz mitgebracht, zwei Zahlen, die hier eigentlich eine klare Sprache sprechen. Nimmt man den deutschen Bedarf, 47 Milliarden Kubikmeter, beziehungsweise 86, davon 47 aus Russland. Eins dieser schwimmenden LNG-Terminals kann ungefähr 5 bis 6 bringen. Das heißt, auch wenn 5 laufen, ja, ist der Bedarf bei Weitem noch nicht gedeckt. Und wenn China stärker in den Markt zurückkommt, die haben das letzte Jahr zum Beispiel ihre LNG-Carrier sogar freigegeben, dann ist gar nicht sicher, dass die alle anlanden und hier genügend Gas liefern. Aber kurzum, was will ich damit eigentlich sagen? Wir haben momentan eine Situation der Entspannung, aber wir haben das Problem null gelöst. Ja. Das Thema, bis quasi die EU und Deutschland hier diese russische Gasabhängigkeit gelöst haben wird, ist ein Thema, das viele Jahre bleiben wird. Und das bietet wahrscheinlich immer wieder Chancen, gerade wenn der Preis so zurückgekommen ist, weil fundamental ist die Situation einfach die, dass es nicht so einfach ersetzt werden kann. Ja, und hier sehen Sie es nochmal als Beispiel für Flüssiggas. Flüssiggas ist weltweit ein Markt, der in der Hand weniger Anbieter liegt. Und dieser Markt, unten sehen Sie die Regionen, ja, und Sie sehen, dass quasi die Linie hier vom Gesamtsupply immer unterhalb der Balken liegt. Das heißt, auch der Markt ist in einer Defizitsituation. Somit haben die führenden Anbieter in dieser Industrie auch fundamental belegt eine gute Situation, weil die Nachfrage eben größer als das Angebot ist. Ja, vielleicht ein Schlüsselfaktor oder warum beschäftigen wir uns so intensiv damit? Ich würde Sie bitten, dass Sie sich das Bild rechts oben anschauen. Das ist die Europipe 2. Ja, das Rohr ist ungefähr so. Da kommen momentan im Falle von Deutschland fast ein Drittel des Gases. Die Infrastruktur ist vulnerabel. Sie können nicht tausende Kilometer von Pipeline-Netzwerk schützen. Wir haben gesehen, was mit den Nord Stream Pipelines passieren kann. Was wäre so ein Black Swan Event? Was würde die Preise hier komplett irrational nach oben ticken lassen? Das wäre sicher, wenn mit dieser Pipeline was wäre, weil die ist zu wichtig. Und es gibt keine, die das auf die Schnelle ersetzen kann. Das ist das modernste Gasverarbeitungswerk in Norwegen. Inzwischen weiß ich nicht, ob man da noch einen Firmenbesuch machen könnte. Weil wir haben damals die Frage gestellt, naja, im Endeffekt kam da jeder hin. Ja, also man sieht es hier so ein bisschen im Hintergrund, ja, selbst ein Hobbypilot hätte da mit einer Drohne hinfliegen können. Heute ist das nicht mehr der Fall, also heute sind diese Dinge militärisch hochgeschützt. Ja. Ein Thema, das auch bleiben wird, ist das Thema Elektromobilität und der Wandel unserer Fahrweisen. Und Sie sehen hier mal errechnet, um welchen Faktor seit 2020 weltweit, stark getrieben auch durch China, die Batteriekapazität nach oben gehen wird. Dann sehen Sie, das ist eine Ver-X-Fachung und diese Ver-X-Fachung braucht zunächst mal viel Lithium. Lithium ist ein kritischer Rohstoff, weil der Lithiumabbau ist im Endeffekt in den Händen der Australier und der Chilenen. In Australien wird es aus hartem Stein gewonnen, der dann überwiegend in China in nämlich nicht so ganz vereinfachten Verfahren zu Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid verarbeitet wird und das landet dann in den Batterien. Stimmen die Prognosen so, wie es Ihnen jeder Autohersteller heute erzählt,
Bis 2030 machen wir 50% EVs. Bis 2040 machen wir 100% EVs. Bis 2050, oder wir fahren alle schon 2030 voll elektrisch. Das kann Ihnen kein Mensch errechnen, wie das funktionieren soll. Na, weil so viele Rohstoffe, die sind ja heute gar nicht vorhanden. Und diese Märkte sind transparent, die Daten sind frei verfügbar. Man weiß es ungefähr, wie viel Kilo da in eine Batterie reingehen, wie viele Batterien wir brauchen, etc. Und hier ist mal die Angebotsprognose, wie das sich entwickeln könnte. Wird das so kommen? Wahrscheinlich nicht. Weil einerseits werden in anderen Regionen der Welt nach wie vor viele Verbrenner gebaut werden und der globale Switch wird nicht so schnell gehen. Und andererseits wird wahrscheinlich auch weiterhin mehr investiert werden und man schafft auch einen technologischen Sprung. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier eine Marktsituation, die sehr, sehr interessant ist. Und das Ganze ist halt primär getrieben durch Regulierung und durch Wandel. Und so viel hat es dann auch nicht mit Spekulation zu tun. Vielleicht noch kurz zum Gold. Ja, Gold hat letztes Jahr viele Investoren enttäuscht. Ja, Rekordinflation, ja, und der Goldpreis kam nicht auf die Beine. Gold hat letztes Jahr von zwei Sachen richtig Gegenwind gehabt. Das eine war natürlich der starke Dollar und das andere waren die massiv steigenden Zinsen. Gold bringt ja keine Zinsen, das ist eine zinslose Anlage und wenn ich auf einmal wieder Zinsen bekomme, dann habe ich hier natürlich weniger Gründe. Und Sie sehen es hier, der Markt hat da relativ schnell antizipiert, dass die Realzinsen gedreht haben und ich glaube, ein guter Zeitpunkt ist, wenn wir hier wieder in so ein eher normaleres Fahrwasser bekommen, das heißt, wenn der Realzins, in dem Fall errechnet die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen minus die Inflation, eher so im Bereich minus 1 bis minus 2% ist. Letztes Jahr ging es stark runter, aber der Markt hat schon eine schnelle Drehung erwartet und deswegen hat die Schlüsselkomponente für die Goldpreisentwicklung in jedem Jahr, das sind immer die ETFs, also die Nachfrage über Indexfonds, letztes Jahr am Anfang nach einem Sprung konstant Abflüsse verzeichnet. Das sehen Sie hier. Also der Treiber für den Goldpreis, das kann man relativ gut skizzieren, 50% ist ungefähr Schmuck, aber der Swing-Faktor, das sind immer die ETFs. Und die ETFs hatten im letzten Jahr gigantische Abflüsse, haben ihr Gold quasi verkauft, weil sie temporär attraktivere Möglichkeiten gesehen haben, die Investoren, die da drin sitzen, durch die gestiegenen Zinsen. Wichtiger Faktor hier auch China und Indien, die ja als Einzelländer die beiden größten Konsumenten der Welt sind. Wenn die natürlich wieder stärker wachsen, wird das auch einen positiven Impuls von deren Seite auf die Goldnachfrage haben. Ja, hier habe ich mal gegenübergestellt, wenn ich vielleicht zum Schluss kurz fragen darf, wer von Ihnen ist denn in Rohstoffen, Aktien, physisch oder auch Gold investiert? Ja, sind, würde ich mal sagen, gutes Drittel. Wenn Sie es mal vergleichen, ja, alle Goldminenaktien der Welt im großen Index haben momentan einen Börsenwert von 275 Milliarden Dollar. Exxon hat einen Börsenwert von 464 Milliarden Dollar und Apple von 2,2 Billionen. Da sehen Sie, relativ gesehen, ja, ist das eine sehr, sehr kleine Industrie. Und das zeigt natürlich, wenn das Ganze hier durch einen steigenden Preis attraktiver wird, dann ist der Hebel hier natürlich auch relativ groß, ja, weil gemessen am gesamten Anlagekapital das Universum einfach auch nicht so groß ist. Und hier vielleicht nochmal zurück, den ich hier am Anfang gezeigt habe. Hier, ich weiß nicht, ich habe mit dem Ganzen 2005 angefangen und da hieß es immer, so ein Bewertungsmaßstab ist das Gold-XAU-Ratio, also ich setze quasi den Indexpreis vom Index relativ zum Gold. Wo stehen wir da momentan? So um die 15. Damals hieß es, naja, unter 4 ist es immer relativ teuer, über 4 ist es sehr, sehr günstig. Ja, heute stehen wir bei 15, der Durchschnitt hat sich auch massiv bewegt. Aber was ich damit sagen will, ist, diese Industrie hat sich die letzten Jahre komplett verändert. Die haben alle ihren Fokus drauf gelegt, die Kosten tief zu halten, sich zu entschulden. Verschuldung war ein großes Problem davor, aber das gibt es in dieser ganzen Industrie, ähnlich bei den anderen auch nicht mehr. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Entwicklung, weil keiner von denen hat ja einen direkten Einfluss auf den Preis. Die sind alle sogenannte Preisnehmer und wenn der Preis fällt und die haben starke Schulden, dann geraten die Kurse natürlich überproportional unter Druck.
Ja, hier vielleicht noch zwei, drei Sachen zu uns. Ja, wenn Sie das gut finden, hier sind wir mit unserem Rohstofffonds. Wir konnten letztes Jahr im Plus abschneiden mit ein bisschen über 3%. Hier sehen Sie, was unsere 10 größten Positionen momentan sind. Und wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann vielleicht noch ein kurzer Satz insgesamt, wie wir an Aktien und Co. rangehen. Wir haben halt ein 6-stufiges System, Modell von, wir wollen jedes Unternehmen einerseits selbst treffen, also machen mindestens von all unseren Portfoliogesellschaften 1 bis 2 Meetings pro Jahr, haben eine Analysteneinschätzung dazu, berücksichtigen ESG- und Nachhaltigkeitskriterien im selben Umfang wie die anderen beiden Sachen, aber auch Bewertung, also wie ist Firma XY heute relativ zum Durchschnitt der letzten 10 Jahre zu sich selber und zum Markt bewertet, aber auch Momentum ist für uns sehr, sehr wichtig, ja, wo wir immer quasi einen Doppelcheck machen, läuft diese Idee, ja, läuft die im Markt und läuft die gegen den Weltmarkt. Und so werden im Endeffekt auch hier alle 10 Werte ausgewählt. Und ich glaube, wenn ich auf die Uhr schaue, habe ich die Zeit relativ gut genutzt. Und dann freue ich mich die letzten Minuten auf Ihre Fragen. Ja. Danke dir, Stefan. Ich würde sagen, wir tauchen gleich ein. Und dieses Mal, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, machen wir die Fragen aus dem Publikum. Hat hier jemand Fragen? Keine Fragen aus dem Publikum. Ich möchte doch, Moment, da, ja, sorry, hier auf der linken Seite eine Frage. Nils, du hast eine Frage. Ich glaube, ich habe kein Mikrofon. Muss ich schreien? Ja, wir brauchen hier vorne links, die Jenny kommt wieder im Dauerlauf vorbeigerannt. Jenny is jogging over. There you go. Wie wirken sich die ganzen Prognosen? Wie sehen Sie die Inflation im zweiten halben Jahr? Wie wird sich das auswirken? Danke. Ich denke, dass die Inflation jetzt zunächst erstmal stärker zurückkommt. Vor allem geht bitte? Stärker zurück. Die nächsten Monate, ja. Und dann denke ich, dass wir mit Blick zum H2 und zum Ende des Jahres dann eher wieder einen leichten Dreh nach oben sehen werden. Aber wenn Sie die Inflation beispielsweise in der Eurozone sich anschauen, da ist die Energiekomponente sehr, sehr groß. Und mit den Preisen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, laufen wir hier momentan, wenn wir jetzt in den März, April reinschauen, ja, auf null oder negativ sogar zu. Ja. Und das drückt natürlich von den 9%, wo wir jetzt kommen, das eher unter 5. Aber dann kommen wir im zweiten Halbjahr auch wieder in eine Situation, wo dann die Vergleichsbasis wieder etwas höher ist. Also das Ganze ist im Endeffekt energiepreisgetrieben momentan. Da sind die nächsten Monate im Jahresvergleich eher auf Entspannung. Und dann, denke ich, kann sich das in der zweiten Jahreshälfte aber auch wieder verschärfen. Wenn ich das mal weiter stricken darf, überzogen auf die Kapitalmärkte. Mhm. Bedeutet, wir sitzen jetzt erstmal da und sagen, wunderbar, Inflation kommt sehr schnell zurück. Wann kommt der Punkt, an dem rückläufige Inflation auch eine gewisse Angst ausübt? Denn rückläufige Inflation kann ja auch nominal Wachstum bremsen. Und wenn die Inflation dann tatsächlich höher wird, müsste das zweite Halbjahr eigentlich ziemlich schwierig werden an der Börse. Ja, das ist ein Szenario, das durchaus passieren kann. Wir haben hier ja auch noch das zweite Thema, dass wenn Sie die großen Währungsräume, insbesondere den Dollarraum anschauen, die US-Geldmenge kommt stärker zurück. Wir haben sowohl in den USA als auch in Europa eine Situation, wo die Zentralbank ja die Bilanz verkürzen will. Ja, also die wollen quasi, was durch Corona so stark aufgebläht wurde, ja, wieder auf ein gesunderes Maß bringen. Das heißt, die entziehen dem Markt Geld. Und so eine Situation hat in der Vergangenheit oftmals eher zu schwierigen temporären Phasen geführt. Und ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste oder wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, dann glaube ich, sind die nächsten Monate erstmal durch diese fallende Inflationstendenz gut unterstützt. Ich glaube, im zweiten Halbjahr wird es dann aber schwieriger. Auch wenn ich mir anschaue, wie viel da schon wieder erwartet wird, Thema Zinssenkungen. Ja, das denke ich, das wird so schnell nicht kommen, weil wir haben eine strukturelle Komponente in der westlichen Welt, die ist anders und das ist der Arbeitsmarkt. Ja. Wir beide haben ja schon öfter über den US-Construction-Sektor gesprochen. Die stellen immer noch nicht aus, ja, obwohl die Hypothekenzinsen so hoch sind. Ja. Also wir haben halt in vielen Bereichen eine sehr angespannte Situation, weil gar kein Personal verfügbar ist. Das werde ich in meinem Vortrag nachher auch vertiefen, ganz wichtiger Punkt. Machen wir noch eine Frage hier hinten rechts.
Ja, hallo, herzlichen Dank für den Vortrag. Martina Huber, mein Name. Und mir fehlt ein wichtiger Aspekt im Rohstoffmarkt, und das ist die ganze Recyclingindustrie. Weltweit liegen ja sehr viele Rohstoffe in Landfills. Wie schätzen Sie den Bereich und die Innovationskraft, die in der Industrie vertreten ist, ein? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich habe sie leider nur sehr, sehr kurz hier in den Folien, besprochen. Und 35 Minuten und x verschiedenen ist ein bisschen schwierig, alles reinzubringen. Aber Recycling, glaube ich, das ist eine der spannendsten Industrien überhaupt. Ja. Insbesondere, Sie haben Landfill angesprochen. In Amerika ist es ja mehr und mehr verboten, jetzt quasi alles auf die Müllhalden zu schütten. Es gibt aber keine wirkliche Recyclingindustrie. Ich bin immer so ein bisschen gebunden, darf nicht zu viele Namen nennen. Aber hier bei der Recyclingindustrie, beim Wachstum von neuen Kapazitäten, da hat man eine sehr, sehr gute wachsende Industrie. Und wer hier technologisch gut positioniert ist, der hat einen sehr, sehr interessanten Markt vor sich. Aber was das Ganze nicht ersetzen wird können, Recycling kann nicht so viel wieder zurückbringen, wie der Markt braucht. Ein Thema vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du es in ein, zwei Sätzen ansprechen kannst, weil das Thema sehr groß ist. Das Thema Petrodollar. Wir haben sehr viele Meetings gehabt zwischen China, Saudi-Arabien, Katar. Wir haben erste Signale, dass Saudi-Arabien bereit sein könnte, Öl auch auf Yuan-Basis zu handeln, nicht nur auf Dollar-Basis. Was bedeutet die Verschiebung? Ja, ich denke, die Saudis sind natürlich nicht happy mit dem, was in den USA die letzten Jahre passiert ist. Weil wenn Sie die großen Raffineriekomplexe an der US-Golfküste sich anschauen, die waren ja Jahrzehnte auf saudisches Öl ausgelegt. Also grundsätzlich, man kann in eine Raffinerie nicht in x-beliebiges Öl reinschütten, das geht nicht. Die sind auf bestimmte Sorten ausgerichtet. Wenn ich wechseln will, dann muss ich meinen ganzen Prozess da chemisch umrüsten. Und dadurch, dass die Amerikaner ja in ihrer Schiefergas-Thematik, am Anfang war es ja nur Gas, dann wurde Schieferöl, viel, viel mehr Öl gefunden haben, als sie jemals erwartet haben, wurden ganz viele Raffinerien an der Golfküste umgerüstet. Die gehen jetzt mit WTI, also mit leichtem Öl. Das heißt, das saudische Öl wird schon so gar nicht mehr gefragt. Ja. Finden die Saudis natürlich nicht gut. Und natürlich sehen die auch, wie sich der Markt entwickelt. Jetzt haben sie einen neuen Kernabsatzmarkt und das ist eben China. Und sollten die jetzt wirklich einen Teil der Öllieferungen, Asien zahlt übrigens auch immer noch mal eine Prämie drauf, von Yuan abwickeln, dann würde das natürlich bei der größten Rohstoffgeschichte überhaupt, beim Ölmarkt, ja, den Status des Dollars hier zum ersten Mal direkt angreifen. Spannendes Thema. Stefan, wir können Stunden weiterreden. Ich sage an der Stelle... Wir haben hier noch Fragen. Ich weiß nicht, ob wir die noch machen wollen. Uns ist die Zeit leider davon gelaufen. Ne? Deshalb sage ich an der Stelle mal vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt noch mal eine 15-Minuten-Pause. Die Wall Street macht dann auch gleich auf. Und wir werden gleich Orkan und Roy noch mal hier oben haben. Stefan, vielen Dank. Dein Applaus. Vielen Dank.